Halbzeit richtig gut mitgehalten hier. Was war los, zweite Hälfte? Ja, nach der Pause gehen sie, glaube ich, gleich auf 3 oder 4 Tore weg. Ja, machen ein paar einfache Tore und wir kriegen halt da, wir kriegen uns da nicht wieder hoch und das war es dann eigentlich schon fast. Wir haben uns nicht, ich weiß nicht, was heißt motiviert, wir haben uns einfach nicht mehr pushen können, haben dann wieder 1, 2 Fehler vorne gemacht, leichte Tore, dann kommt die Halle, vielleicht, klar, Hilfe von Schiris bekommt man natürlich hier jetzt auch nicht. Ja, und dann verliert man hier halt so hoch. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Mann. 27-20, das sah zur Pause noch ein Latz-Tor aus, oder? Erstmal Glückwunsch an alle. Heute die Stimmung war geil, richtig geil. Also ich muss sagen, wir sind nicht gut reingekommen zum Spiel. Aber wir haben weiter gekämpft, wir haben nach vorne geschoben. Und ja, also zu Hause, wir sind eine... Wenn wir unseren Tag, wenn wir einen guten Tag haben, dann sind wir einfach eine... Wir sind nicht gut reingekommen, aber wir haben... Also diese 2 Punkte, ich glaube, das war das Spiel des Jahres. Zur Pause sah es aus, dass es richtig eng wird. Was habt ihr da gemacht? 2. Halbzeit, Schieber auf und los. Ja, wir wussten, dass wir die 2. Halbzeit sowieso spielen müssen und egal, ob wir mit einem Tor führen oder zurückliegen, wir hatten uns heute vorgenommen, jede Aktion für sich zu spielen, gar nicht so nach oben zu gucken, weil da die Gefahr ist, dass man verkrampft und man hat gemerkt auch, die Stimmung war irgendwie gedrückt und wir sind in die Halbzeitkabine oder in die Kabine gekommen und haben gesagt, hey Leute, was ist los, wir führen, wir mussten uns ein bisschen bewusst machen, dass das heute kein einfaches Spiel wird, das war uns klar. Ja. Und dass wir nicht zur Halbzeit mit 6, 7, 8 oder 9 Toren führen werden, war uns auch klar. Aber ja, das musste noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen werden, glaube ich. Und wir wussten, dass wenn wir immer wieder am Mann bleiben und dranbleiben, dass die dann hinten raus wahrscheinlich ein bisschen müder werden und wir die ein paar Körner mehr haben dann irgendwo. Wer gedacht hat, dass es einfach mal so locker von der Hand geht und wir zur Halbzeit mit 3, 4, 5 Toren führen, das ist... unrealistisch. Eisenach kämpft ja auch wie wir um alles und das war das ganze Spiel der Fall. Wir wussten aber, wenn wir das Tempo und unsere Konzentration hochhalten, auch in der 2. Halbzeit, dass wir dann irgendwann die Chance bekommen werden und die haben wir dann auch genutzt. Auf jeden Fall dann wieder 20 Gegentore nur, das war dann wieder die Basis, dann Abwehrarbeit, alles reingekloppt, aber so geht's halt. Ja, wir hatten dann wieder eine Variante mit der Abwehr, an dem es am Anfang nicht so gut mit der 6-0 geklappt hat. Ich glaube, wir haben dann die Räume trotzdem, obwohl sie manchmal zu breit waren, auch wieder sehr gut zugeschoben und das hat uns nachher die nötige Sicherheit gegeben. Wir haben schon nach dem Spiel gegen Kiel gesagt, also das wird ein total anderes Spiel sein, von Spielart und alles, also das ist Abstiegskampf pur. Und das konnte man sehen, besonders in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften waren unter Druck, natürlich. Wir waren erste 30 Minuten wirklich da, aber unter dieser Krampf, wir konnten nicht unsere Sache rausbringen, was wir gut in Trainingswoche gemacht haben. Und deswegen, ich möchte wirklich der Mannschaft gratulieren, dass wir haben diese Konzentration und Ruhe behalten. Auch in Halbzeit, wir haben gesagt, Jungs, weiter so. Wir haben vor dem Spiel gewusst, dass wir werden nicht nach den ersten 30 Minuten mit 7-8 Tore führen. Und deswegen, es war sehr wichtig, dass wir konzentriert bis zum Ende bleiben. Und das hat am Ende, ich möchte die ganze Mannschaft gratulieren, bei diesen Fans bedanken. Also, unsere Trainer, beide Trainer und alle, wirklich, das war ein gemeinsamer Sieg. Von unserem Kapitän bis zum Letzten, der verletzte Mathe oder Sascha, die hinter der Bank sitzen. Erste Halbzeit habt ihr euch richtig schwer getan, aber dann, was lief dann besser nach dem Wechsel? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben einfach Ruhe behalten. Also Peter ist ein bisschen besser ins Spiel gekommen im Tor. Wir haben sie noch mehr zu Fehlern gezwungen. In der ersten Halbzeit war Eisenach natürlich auch noch frischer. In der zweiten Halbzeit sind sie auch ein bisschen ihrer Bank geschuldet, weil nicht so viel so breit aufgestellt sind, kommen sie nicht rein. Und ja, bei uns hat es halt auch gepasst. Also Julian Krieg fängt gut an, dann kommt auf einmal ein Vasilakis, der auch ein Wahnsinnsspiel macht nach langer Verletzung. Martin, Olli, Teuer, also da war eine Abwehr. Also es war wirklich eine ganz starke Mannschaftsleistung. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann einfach auch die gewisse Routine und Abgezeugtheit, die uns dann den Vorteil gebracht hat.